Hi Leute und herzlich willkommen. Grüße das grüne Gemüse. Es ist wieder eine neue Folge FIFA mit Sturm Graz am Start. Die letzten Transfers sind noch hier zu haben, zu tätigen und ich versuche hier. Na komm, wo ist er denn jetzt hin? Im Angriff ein bisschen etwas zu tätigen, und zwar Joshua Zirkzee wäre ein interessanter Spieler, aber der geht leider nicht. Kann ich den vielleicht leihen? Nein, das wird auch nicht funktionieren. Dominik Fitz sieht auch sehr interessant aus. Können wir den vielleicht kaufdelegieren? 2 Millionen. Versuchen wir es mit 2 Millionen. Otto Tawid, Puffonge, DJ Puffonge. Nikolas Wunsch, Robert Lubicic. Probieren wir Robert Lubicic zu kaufen mit einem 2 Millionen Angebot. Schauen wir, was daraus wird. Ein bisschen tiefer die Maichet Asimero. Defensive auch zu verstärken. Bezella von Abagama. Wen haben wir da als Torhüter? Torhüter brauchen wir eigentlich keine. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen und spannende Unterhaltung natürlich. Dominik Fitz, Transferzentrale. Angebot annehmen und Angebot annehmen. Schauen wir mal, was daraus wird. Das ist ein kleiner Fehler passiert meiner Playstation, deswegen habe ich mich neu angemeldet, aber die Punkte sind gleich geblieben, nur dass halt kein Lukas Podolski ist. Ich freue mich auf das Vertrauen. Gut. Ist er jetzt da? Sind sie da? Jüngste Transfers 1,7 Millionen. Hoppala. Wo ist denn hier Sturm Graz? Keine Neuerwerbungen. Wollen Sie kaufen diese gute zwei Spieler? Verhandlungsende, was ist mit euch los? Bitte kontaktieren Sie uns nicht mehr. Aha, sehr interessant, haben wir vergessen. Shit happens, aber ich möchte hier in die österreichische Bundesliga gehen und ein bisschen Semmelwixen, nein, Semmelwixen nicht. Österreichische Bundesliga. Für den Angriff, Ali Baciu, kann man den vielleicht transferieren? Ach komm, Patrick Büger, Tommy Skoiginger, Sandro Godal, Erwin Hoffer, Marco Quase, Seiko Keuter, kann man den sich holen? Ich glaube auch nicht, nein, der hat erst vor kurzem, aber Lukas Erling braut Haaland. Der ist 11 Millionen Euro wert und Amar Hodžić, Thomas Skoiginger, Dominik Frieser für die linke Seite und Brighton Mbonji. Einen Rückkauf von Brighton Mbonji wird nicht funktionieren, doch es funktioniert. Zurückziehen und jetzt kann ich ihn nicht mehr, das war wohl Absicht. Zlatko Tedic ist auch einer der stärkeren Spieler. Mittelfeld. Wen kann man da probieren zu kaufen? Kauf delegieren. Der wäre für 1 Million. Kelvin Arase. Thomas Ehner. Manfred Fischer. Stefan Haubum. Jürgen Heil vom Hartberg. Cutlets ist auch ein sehr interessanter Spieler. Versuchen wir es auch für 1 Million. Probieren wir es ein bisschen niederzuhalten. Robert Lubicic hätte hier kaufen werden können. Luxbacher Daniel. Dann haben wir in der Verteidigung. Gukanik, Sandro Ingolic, Rasmus Nissa Christensen, Christoph Matschinke und Luca Meisel. Pascal Grünwald, Ivan Lucic. So, gehen wir da zurück und schauen wir, was daraus wird, aber ich glaube, da wird weniger was daraus. Übereinkunft und Übereinkunft, okay, probieren wir es aus. Transferzentrale.
verhandeln wir mal gleich mit Kelvin Arase. Ein Rapid-Juwel. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf dieses Meeting. Legen wir los. Schaut jetzt ein bisschen anders aus. Ich hoffe, das ist nicht allzu sehr schlimm. Eine Ablösesumme von 1 Million. Für Arase bezahlen. Klingt das aus Ihrer Sicht akzeptabel? Will er das? Das ist ein faires Angebot für Arase. So. Delegieren. Was ist sein Wunschangebot? Delegieren. Erstes Gehaltsangebot geben wir ihm 10.000. Und Cutledge. Angebot annehmen. Cutledge bekommt auch 10.000. Mal schauen, was die beide dazu sagen. Wo sind denn diese Optionen? Angenommen, angenommen, zur Transferzentrale. So, dann nehmen wir Angebot an und wir nehmen das Angebot auch von Kelvin Arase an. Und was wir als nächstes machen müssen, ist, glaube ich, hier irgendwo versteckt. Die Einstellungen. Wo ist die Audio? Ich glaube, ich müsste, ja, da Kommentatorensprache, Kommentatorenlautstärke und Stadion Ambiente ein bisschen runterstellen. Und dann haben wir hier zwei super Transfers. Apostolikis und Ura. Sehr interessant. Kelvin Arase für 1 Million Euro geholt. Das sind zwei super Transfers, finde ich jetzt. Cutlets und. Da geht es gleich mal gegen Alltag, Geschäftsführung, Monatsbericht, Jugendmannschaft. Schauen wir mal, die Tim Enger hat hier eine Gesamtstärke von 60 ins Profiteam übernehmen. Damit haben wir einen dritten Neuzugang auch gleichzeitig. Was können wir da machen? Kitej, Schwili, Röcher, Schrammel, Spendelhofer, Blonitis, Donkor. Tespotov. Stellen wir Tespotov mal rechts auf. Hierländer können wir auch links aufstellen. Thorsten Röcher und wo ist dieser Husbeck? Husbeck ist hier. Den nehmen wir statt Schrammel mit. Pink brauchen wir auch nicht. Dafür nehmen wir Arase mit. Cutlets statt. Ja, statt wen nehmen wir jetzt mit? Warum ist hier Sakic nicht aufgestellt? Statt Koch nehmen wir Schrammel, Lima, Giuliani, Koch, Trummer, Ferg, Enger mit. Und Lima nehmen wir mit. Wir haben viele Auswahl hier, Auswahlmöglichkeiten hier. Despotov wird mal auf der Bank Platz nehmen. Donkor für die Innenverteidigung statt Aflonitis oder. Wollen wir das irgendwie bearbeiten? Eine Dreierabwehrkette? Nein. Ich möchte ihn hier hinten haben. Innenverteidiger. Dominguez statt Donkor. Und Lubic. In zentral-defensiven Mittelfeld. Hallo, gibt da irgendwie Platz? Ja, da hat er Platz. Zentrales Mittelfeld, Lubic. ZOM. Taktik.
bestätigen. Ausgeglichen, Druck nach Fehlern, schneller Aufbau, die Breite, Spieler im Strafraum. Das passt auch. Und die Anweisungen, hinten bleiben bei Angriffen, ist auch da. Das lassen wir so. Die sollen alle hinten bleiben bei Angriffen. Zentral orientieren, Anspielstation, Röcher, außen bleiben, auch eher außen bleiben, am Strafraumland bei Flanken. So, dann haben wir hier eine neue Taktik und ich bin gespannt, wie diese sich aufs Spiel auswirkt. Und damit starten wir ins Spiel gegen SCR Altach, auswärts. Bala als einzige Spitze. Vielleicht sollten wir mit einer Doppelspitze spielen anfangen, indem wir das wechseln. Gefangen. Oh, bitter. Auch wieder nix. 1000. Schön gerettet. Gibt's da keine Punkte? Sehr gut. Siebenhandel ist einfach eine Stärke für sich. 7612. Erneut versuchen. Weiter. So, und ich bin gespannt, wie dieses Match hier wird. Vorstöße an der Seitenlinie. Altach ist ja ziemlich stark. Achtung. Sehr schön von Tonkor. Sehr schön durchgesteckt. Ah, den hat er zu sehr wollen. Aber naja. Sehr schön. Sehr schön. Hier wird ein Übersteiger. Flanke und da muss er gleich abziehen und es steht 1:0 in der 6. Minute. Das war Kiteishvili wieder mal. Sehr gut gemacht. Kiteishvili. Oder ist es Kiteishvili? Ja. Wunderschön herausgespielt, Kiteishvili auf der Außenbahn mit einer schönen Flanke. Der nimmt ihn runter, zieht gleich ab und das Ding ist drin. Da ist der Goalie chancenlos. Ein wunderschönes Tor natürlich. Und in der 6. Minute führt hier der SK Sturm Graz mit 1:0. Mal schauen, wie die Reaktion der Altacher aussieht. Die werden jetzt offensiver spielen anfangen. Schön umspielt und wieder Kiteishvili. 2:0. Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten. Und damit ist alles vernichtet worden. So. Altach über Turnwald. Den hätten wir auch transferieren können. Der ist nicht gut gewesen. Gue. Lupic. Steckt ihn durch. Und da ist einer dazwischen gegangen. Osegovic mit der tollen Parade. Schön gespielt und der Ball geht aufs Tor. Vielleicht hätte es ein schneller Hattrick verdient. Irländer über die Außenbahn. Schön durchgesteckt. Irländer, das sieht gut aus. Und der Goalie hält souverän. Souverän gehalten. Ecke von Sturm.
den sieht er vollkommen übers Tor. Aber dafür kann er ja nichts. Und Segovic mit dem Abstoß. So. Siebenhandel. Schön über die Außenbahn. Und so schnell kann es gehen. Husbeck, der schnelle Husbeck. Flanke. Und das ist wieder nichts. Es war ein sehr schöner Anfang zum Doppelstart. Da ist keiner. Doch, jetzt ist er da. Und er zieht ab und trifft wieder nicht. Sturm spielt hier sehr gutes Spiel und Hierländer hat hier wieder eine Möglichkeit zum Ausbau der Führung. Alltag ist einfach das Um und Auf, dies in der Abwehr nämlich gar nicht vorkommt. Karic. Schön abgefangen. Da ist wieder Kiteschwili. Was macht Kiteschwili draus? Seed up, 3-0. Und drin ist das Ding. Hattrick von Kiteschwili. Noch kein einziger Angriff eigentlich von Altach. Der zieht ihn ab und trifft. Noch hat hier zieht hier nach innen. Achtung, die Flanke. Alltag ist noch immer. Ampar, Gebauer, Gebauer. Sehr gut abgeblockt und es gibt Abstoß. Dunwald, nein, Jamnik diesmal, Jamnik. Jamnik, noch immer Jamnik, schöne Flanke und wieder nichts. Wieder abgefangen von Ungue. Und Karic, Karic. Und da ist der Torhüter, glaube ich, noch dran gewesen. Ja, es gibt Eckball. Siebenhandel klärt hier zur Ecke. 0-3 steht es hier. Vollkommen ganz schlecht, ganz schlecht. Achtung, das ist Abseits. Das ist Abseits. Und Glück für Sturm, dass hier nicht noch mehr passiert. Wieder Fehlpass. Altach hat hier die Anfangsphase, glaube ich, etwas verschlafen. Karic über die Außenbahn, Achtung. Sehr schön gespielt. Und Sturm macht das Spiel schnell. Husbeck. 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 Und da ist wieder Kiteschwili. Der ist heute besonders stark. Kiteschwili ist immer eine Anspielstation. Wieder schön den Ball abgefangen. Steckt er ihn durch? Ja, nichts. Schade. Der Goalie kann hier ganz gut halten. Achtung, hoppala. Ganz gefährlich jetzt. Da stehen 2 Meter rein, aber die Flanke muss man auch mal so bringen, dass er den statt auf den Goalie so reinbringt. Sturm will hier nachsetzen, führt hier kurz vor der Halbzeit mit. Achtung! Oh, 1-3, was für ein schönes Tor! Das war sehr gut herausgespielt, der Altacher. Mergim Berischer mit. Ergebniskosmetik vielleicht. Ganz gefährlich eigentlich. Da war wieder Hierländer.
zu kurz. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's. Achtung. Und erobert sich wieder den Ball. Sehr gut zurückerobert. Kiteschwili. Kiteschwili. Steckt ihn durch. Oh, ganz knapp. Oh. Kiteschwili hätte hier einen Viererpack schon in der ersten Halbzeit gemacht, aber nicht schlecht von den Spielern. Bedientiefe, Spieleinstellungen, da sind sie, die Kamera, visuell, allgemeine Audio. Nee, eigentlich passt da alles. So, zweite Halbzeit, schöne Flanke, aber die geht gleich irgendwo hin. Ballverlust damit. Karic. Sam kommt für Jannik, der war in der ersten Halbzeit sehr schwach, und Dardarotti. Avlonitis will hier zurück. Gebauer. Ganz gefährlich, das wäre der Anschlusstreffer gewesen. Das hätte sogar der Blonden hinter dem Alltagsspieler gefallen. Aber unser Blonder macht hier wieder einen Fehler. Gut gemacht. Zu leicht den Ball abgenommen. Achtung! Nein, der Goalie darf hier nicht raus. Was macht er denn? Der hat den Ball nicht unter Kontrolle und es steht weiterhin 3-1. So. Kriegt er ihn durch? Nein, er kriegt ihn nicht durch. Aber Palai, Balai. Schön durchgespielt und das gibt's nicht. Da hat er sich verdrückt und Lupic. Hat er sich verstolpert und Lupic macht nicht ein Tor. Aber jetzt wollen wir Gas geben und jeden Schuss ins Tor bringen, wenn wir solche Angriffsmöglichkeiten haben. Sturm soll hier Gas geben. 55 Minuten gespielt. Achtung! Schön gespielt. Sehr schön durchgesteckt. Gut umspielt. Ist das ein Abseits? Nein, kein Abseits. 4:1 und es ist wieder Kiteschwili. Schönes Tor von Kiteschwili. 4:1. Tor Kiteschwili. 4:1. Brandgefährlich dieser Kiteschwili. Gibst du mal ein? Die stehen aber sehr offensiv, fällt mir hier auf. Ach, schade, hätte ruhig so durchstecken können. Jetzt mal wieder sehr gut gemacht. Super Zusammenspiel, Flanke und dann kriegt er aufs Tor. Balai, Bekim Balai. So, Husbeck. Husbeck. Sieht hier wieder Kiteschwili. Und jetzt muss er gleich mal das 5:1 machen. Wunderschön. Die Abwehr ist hier löcherig wie Schweizer Käse. Wie ein Schweizer Käse ist hier die Abwehr löcherig. Da geht es in Kombinationsstücken durch. Sehr schön. Da gibt es gleich einen Foul. Dardarotti sieht hier die gelbe Karte. Versucht mit einem Direktschuss auf Lomitis. Sehr schönes Zusammenspiel. Lupic. Sieht hier Röcher und der Ball wird hier abgefälscht. Und wie können wir da jetzt bringen? Probieren wir Despotov auf der rechten Seite zu bringen.
Kitesch-Willi bekommt jetzt eine Pause, für ihn kann Cutledge kommen. Doppelwechsel, seine Pause hat er sich verdient, bevor er sich noch verletzt. Dispopov schaut Husbeck, 70 Minuten gespielt. Achtung. Schön, jetzt muss der Goalie raus. Der Goalie muss raus, der Goalie muss raus und das machen hier die Altacher ganz schlecht. Ganz schlecht gespielt. Sakic. Cutlets, noch immer am Ball. Dreht hier ab. Auch nicht schlecht. Achtung. Gebauer. Der einzig starke Mann, der da über die linke Seite kommt. Flanke. Ganz knapp. Aber hier haben Siebenhandel. Oh. Siebenhandel und die starke Innenverteidigung aufgepasst. Achtung, jetzt wieder Altach am Ball. Schön. Und dann steckt er durch. Da ist Despotov. Despotov wartet sehr lange. Und dafür gibt es Freistoß. Kein Elfmeter, denke ich mal. Und die gelbe Karte. Freistoß. Sidespin. Ganz gut Freistoß. Minuten gespielt. Wieder über den schnellen Gebauer. Sehr gut abgefangen von Sakic. Jetzt wieder über die Außen. Nein, doch nicht. Da wehrt sich Altach mit Händen und Füßen. Und da ist Cutlets. Der schnelle Cutlets wird überlistet. Oh, ganz knapp. 83 Minuten gespielt, 84 Minuten gespielt. Dann können wir da noch reinbringen. Den jungen Arase stecken wir ihn auf die linke Seite. Komm, komm. Den hat er. Durchgesteckt, oh, knapp. Ballverlust, Ballverlust. Und 2 zu 5, schönes Tor, wunderschön gemacht. Nguyen. Nein, Miller. Brian Miller. Viel zu langsam. Sakic ist schon etwas müde und ausgelaugt. Kämpft hier um jeden Ball. Scheißt sich eigentlich nichts. So. Achtung, wieder Gebauer. Wieder Gebauer, aber das war diesmal abseits. Sehr gut abgefangen. Und das war zu ungenau gespielt. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Sind schon nach 1 Minute in der Verlängerung. Achtung. Komm, spiel ihn raus. Schneller. Brighter. So, da ist Cutlets. Cutlets. Cutlets.
Sehr interessant. Und ein 2 zu 5 steht hier auswärts zu Buche. Und einen starken. Kein Interview mal. Einen starken Kiteschwili. Austria gewinnt gegen Rapid 2 zu 1. St. Pölten gegen Hartberg 1 zu 2. Das sieht nicht schlecht aus. Lass Klins für die Tabelle an. Emanuel Sakic mit einem guten, hervorragende Jugendarbeit. Dankeschön. Erfolge national, Markenpräsenz, Mittel, Finanzen. Gut, die hervorragende Jugendarbeit, das gefällt mir natürlich. Schauen wir mal ins Büro, in den Jugendstab. Können wir hier noch einen zweiten Scout anheuern? Nein, eigentlich nicht. Johannes Schuster wäre interessant gewesen, aber dann geht nicht. So, und damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ciao, Servus, grüß euch.